Ja, servus und hallo, liebe Zuschauerschaft an diesem feuchtfröhlichen Mittwoch. Ja, ja, geht ja gleich wieder lustig los. Ja, wir haben Mittwochabend. Gestern das neue Video gekommen. Leider wieder mit sehr schlechter Resonanz. Na, was soll ich sagen? Es ist Winter, wisst ihr ja. Ja, ich stehe unten im Stall und habe heute mal Futter geholt. Das muss ich jetzt gleich noch sortieren. Ich darf jetzt nicht so lange labern, sonst haben wir nämlich ein Problem. Ich stehe hier unten im Stall, habe gerade Hühner eingesperrt. Bei der Emma hinten bin ich auch schon fertig in meinem Gandhi. Und Bergchen mampft jetzt gerade hier seine Äpfel. Ja, im letzten Video ist geschrieben worden, ob vielleicht der Ferkel, Schmuli was erwischt hat von dem Netz da. Unwahrscheinlich, selbst wenn es erwischt hätte. Das führt nicht zu einer Vergiftung. Also es ist eine Vergiftung gewesen, das ist definitiv, weil ich mit meinem Tierarzt noch mal geplaudert habe. Dieses Nierenversagen deutet auf eine Vergiftung hin. Durch was diese Vergiftung schlussendlich ausgelöst worden ist, wird man nicht mehr nachvollziehen können. Ist, wie gesagt, da mal keine Gedanken mehr drüber. Es ist gelaufen. Ja, zur Sau. Schon wieder Info, habe ich im letzten Video erst gesagt, Infosau. Zur Sau, es schaut jetzt so aus. Ich habe heute noch mal mit denen telefoniert. Und wir müssen jetzt auf etwas trockeneres Wetter warten. Die Schweine sind bei denen in Freilandhaltung draußen. Die stehen Richtung Wald. Und ja, so wie mein Schlammloch da draußen ausschaut, so schaut bei ihnen natürlich auch alles aus. Die kommen selbst mit dem Schlepper da aktuell nicht hin. Der Schlepper ist danach in dem Schlamm versunken. Kannst du warten, bis es trocken wird. Wir müssen jetzt warten, dass entweder Frost kommt oder dass trocken wird. Ja, beides schaut in nächster Zeit eher schlecht aus. Heute früh hat es nochmal geschneit bei uns, da war mal alles weiß. Da habe ich noch gedacht, oh, schön, 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 jetzt wird es endlich weiß und friert vielleicht. Da war es auch schön kalt. Da hatten wir Minusgrade. Ja, Pfeifendeckel. Jetzt ist es Abend und ja, falls mir überhaupt was. Na, geh doch zu. Falls mir überhaupt was auf der Kamera erkennt. Ja, also weiß ist da nichts mehr, sonst wäre das Bild nämlich jetzt auch ein bisschen heller. Und nicht sogar so dunkel. Ja, der Schnee ist wieder weg. Wie sollte man es anders erwarten? Sah so schön aus. Ich hätte ihn jetzt zwar eigentlich nicht mehr gebraucht, aber naja, es ist ja noch Winter. Da habe ich gedacht, naja, jetzt wenn es schneit und wenn es jetzt immer weiß bleibt, wäre ja eine schöne Sache. Nee, am Arsch. Da kannst du vergessen. Ist natürlich nicht schön geblieben. War mir schon klar. Es musste natürlich wieder das Regnen anfangen und das Tauen. Und das hat es jetzt gemacht. Ja, und siehe da, wir stehen wieder im Nassen. Es ist wieder alles feucht. Die Wiese quackert wieder. Na dann mal, okay. Doch. Man hört es ein bisschen. Schon wieder gut nass. Ja, jetzt müssen wir halt warten, bis es trocken wird. Und dann wird es schon irgendwann einmal noch klappen, hoffe ich doch. Ja, so ist es halt. Schauen wir mal, hoffen wir das Beste, dass das jetzt doch vielleicht doch endlich mal ein bisschen schneller geht. So, jetzt stehe ich in der Garage. 7 Kisten habe ich und die wollen sortiert werden. Ja, und wenn das gemacht ist, dann ist Feierabend, dann gibt es nämlich schon Abendessen. Und dann haue ich mich, glaube ich, auch in die Haie, weil irgendwie bin ich heute fertig. Ich bin heute etwas viel Treppen gelaufen. Waren ein bisschen viele Stufen. Von der Nauf, Nunde, Nauf, Nunde, Nauf, Nunde, Nauf, Nunde, prüfen, wieder Nunde. Sicherungskasten, Sicherung raus, wieder Nauf, umklemmen, wieder ganz Nunde. Hört mir auf. Ja, ja, also ihr wisst ja, ich bin Elektrohelfer. Und aktuell habe ich eine Baustelle. Bin in Kulmbach. In einem großen städtischen Gebäude, Komplex. Ups, das wird zu viel gezogen. Ja, und da machen wir teilweise Neuverdrahtung, neue Schalter, neue Steckdosen und. Da ist gut was zu tun. Sagen wir es mal so. Und wenn du halt im obersten Geschoss bist und musst dann runter, nur um unten den Sicherungskasten dann mal einzuschalten, um zu prüfen, ob das jetzt funktioniert, da kann ich schon mal fertig werden, ja? Aber
Was uns nicht umbringt, macht uns bloß härter. Das wisst ihr ja. Stopp, die Kiste brauche ich. Gut, das war's dann eigentlich auch schon für den Mittwoch. Mehr wird heute nicht mehr passieren. Ich habe jetzt gerade die Hunde noch geholt. Können die auch noch ein bisschen laufen. Reili! Willi! Walrus! Ja, und dann schauen wir mal, was morgen so passiert. Tja, moin Leute. Und ja, wir haben mittlerweile Donnerstag morgen. Ich sitze hier beim Frühstück, gleich geht's auf die Arbeit. Ich habe jetzt nebenbei ein Radio gehört und was ich jetzt wieder gehört habe, also das lässt mich wirklich mit dem Kopf schütteln. Also ich weiß ja nicht, die ganzen Proteste für die Landwirte überall und die Demos, ob das Ziel war. Aber im Radio sagen sie gerade, es ist jetzt von der Regierung beschlossen worden, wir machen jetzt die sogenannte Bauernmilliarde. Bauernmilliarde, das ist ja schon mal wieder sehr schön formuliert. Da holt man sich wieder richtig schön dann den Brass für die ganzen Leute her. Wenn es wieder heißt, na, die Bauern, die kriegen jetzt wieder einen Haufen Geld. Ziel von dem Ganzen ist die Unterstützung von den Landwirten wegen der neuen Düngeverordnung. Wir sollen jetzt dann quasi Geld kriegen, dass wir neue Gülleanlagen, Güllebehälter und bauen können. Haben die da oben in der Politik eigentlich überhaupt was verstanden? Haben die überhaupt geschnallt, um was es hier geht? Sind die ein bisschen plemplem in ihrem Hirn da oben oder was? Zu oft durch die Wand gelaufen? Im Glaskasten gesessen und probiert rauszukommen oder was? Also, ich weiß nicht, in was für eine Welt die Politiker leben, aber ich sag's ganz ehrlich, man muss sich nur noch aufregen. Das ist doch der totale Witz. Jetzt soll man ein Geld kriegen, dass wir neue Güllebehälter bauen, dass wir noch länger lachen können. Das ändert doch aber nichts an der Problematik, dass die Böden trotzdem zu wenig Düngemittel kriegen. Düngemittel in Form von Gülle und Mist. Ich begreife das eigentlich nicht mehr. Die sind nur noch blöd. Nur noch blöd. Dafür, da sind so viele Leute auf die Straße gegangen. Dafür haben so viele Leute demonstriert, haben gesagt, das kann so nicht weitergehen. Das geht einfach nicht mit dieser Düngeverordnung. Und die Politik sieht nicht ein, dass das denen ihr Fehler ist, sondern die sagen das immer noch so, na, die Bauern, die wollen jetzt ein Geld haben, jetzt geben wir ihnen ein Geld und dann wird es schon. Selbe Spielchen. Afrikanische Schweinepest. Gestern im Radio dran gewesen. In dem Fall des Falles, dass jetzt die afrikanische Schweinepest hier rüberkommt und festgestellt wird, dann wird eine 50 Kilometer große Ernteverbotszone eingerichtet, in der du kein Grünfutter, kein Getreide und nichts mehr ernten darfst. Weil du könntest ja übers Futter dann den Virus verschleppen. Ja. Und da heißt es dann auch wieder, na, wir kriegen ja dann quasi finanzielle Unterstützung. Ich wende es immer höher, ne? Ich möchte am liebsten, und das suche ich jetzt ganz offen und ehrlich, so einen Politiker haben wir nehmen und dann richtig einer in die Fresse hauen. Ey, wer auf solcher scheiß Schnapsideen kommt, der kann nur Scheiße im Hirn haben und hat in dem Leben noch nie selber denken müssen. Offensichtlich. Was habe ich davon, wenn ich ein Geld kriege, wenn 50 Kilometer weit kein Futter zu kaufen ist? Wenn 50 Kilometer Umkreis keine Futter abbauen darf? Das vertrocknet mir alles, das muss ich dann alles einmulchen, oder was? Sind die noch ganz dicht? Sind die noch ganz sauber in ihrem Oberstübler? Also, beim besten Willen, ich zweifle wirklich langsam, ob die Menschheit total verblödet ist. Oder ob die in der Politik total verblödet sind. Ich will kein Geld haben, weil mit Geld kann ich mir nichts kaufen. Wo soll ich das Futter hernehmen? Wenn wir Verbotszonen haben zu ernten, 50 Kilometer, wo soll ich mal Futter kaufen? Und das nächste, denke ich immer wieder, 2018, die große Trockenheit. Dann hat es geheißen, der Staat gibt Geld für die ganzen, die kein Futter ernten können. Ich habe keinen Cent gesehen. Ein Bekannter von mir mit seinem 40 Hektar Betrieb hat keinen Cent gesehen. Dann ist mein Vater rein ins Landwirtschaftsamt, hat sich erkundigt. Ja, das ist bei Kleinbauern bzw. so kleinen Kräutern wie wir sind, die kriegen halt nichts. Dann sagt er, ab wie viel Hektar geht denn das los? Naja, so ab 150 bis 200 Hektar aufwärts. Ey, wisst ihr was? Fickt euch! Scheiß Dreckstaat! Leckt mich am Arsch!
Und so geht es genau jetzt wieder. Dann hast du wieder, wir kriegen auch Geld. Und wer kriegt das Geld? Die Deutsche Bahn, scheiß Flughafen. Die kriegen auch Geld. Die, wo überhaupt kein Futter nicht brauchen. Und wir sitzen da, wir kriechen auf dem Zahnfleisch daher. Es reicht. Schluss. So, und das war jetzt der Beginn vom Donnerstagmorgen. Für mich ist der doch schon wieder gelaufen. Dankeschön, liebe Politik. Dankeschön. Auf Nachrichten kannst du echt verzichten. Und ich sage aber jetzt schon ganz ehrlich, sollte dieses Endeverbot kommen, die lecken mich am Arsch. Ich lasse mir nicht verbieten, auf meiner Fläche mein Heu zu mähen. Und ich lasse mir nicht verbieten, mein Getreide zu dreschen. Das können die machen. Aber so, auf diese Art und Weise, machen wir in diesem Land die Landwirtschaft kaputt. Und wenn das die da oben nicht begreifen, dann wird es Zeit, dass wir mal eine Radschütze aufholen. Das ist meine Meinung. Wieder schauen. Ja Leute, mittlerweile ist Donnerstagabend. Ich habe jetzt wieder alle Gerüchte von euch gehört. Aber die Meinung muss man einfach mal sagen, ist doch wahr. Ja, es ist nicht gewünscht worden, ich soll mal wieder eine Fahrt zum Misthaufen zeigen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe keinen eigenen Misthaufen mehr. Der Mistgott sei am Bekannten abgeladen. Ich bin gerade auf dem Heimweg. Rohre hinten ist dran. Mein Misthaufen war da oben an der Hecke. Ich fahre jetzt damit weiter. Ich habe schon mal gesagt, die ganze Fahrt kann ich nicht mehr fliegen, weil der das hier will. Hat das will. Und ich respektiere es. Und an dieser Stelle sei das auch nochmal gesagt, ich bin vom Land. Ja, wir sind jetzt da. Und das ist quasi mein Feldlager links. Da fahren wir hoch. Dann sind wir wieder daheim. Dauert nicht mehr lang. Na. Wie ihr hört, das ist der Karl 300. Weil mein K15 eine Ungeschicklichkeit aufgetreten ist, mein Kühler ist leer. Aufgefroren kann ich ausschließen, es war Vorschutz drin. Aber wie das letzte Mal gemacht worden ist, waren einige Verschraubungen offen. Und ich gehe davon aus, da war eine der dicht. Unter dem Schlepper eine gigantische Wasserlache. Naja, deswegen habe ich zurückgegriffen auf den Schlepper. Der hat außerdem Vorteil. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Da wird man nicht so nass. Rumpel, rumpel. Ach so, ja, bevor jetzt jemand was sagt, ich habe heute leider vergessen, da hinten was anzubauen. Deswegen ist es am Arsch von der Lore ein bisschen, dunkel. Ja, ich parke jetzt die Lore da oben und räume dann meinen Kran auf. Ach so, ein Licht anmachen wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Und dann gibt es Abendessen, ich bin nämlich heute spät dran. Beim Fahren durch das Verdeck. Man sieht den Reifen von der Lore dann immer nicht. Das mag ich beim K15 da wieder lieber, weil er offen ist. Aber nichtsdestotrotz auf einen Zug, der steht drin. Was wollen wir denn mehr? Gut, ich hänge jetzt schnell noch ab. Dann wird der Kram aufgeräumt. Dann muss ich mein Auto aufräumen. Das steht nämlich auch da unten draußen. Dann ist Schluss für heute. Puh.
Na, das liegt aus deiner Sicht. Ja, zu meinem Thema von heute früh noch einmal. Also, wie gesagt, das ist schon witzig. Ich habe jetzt gesehen, es haben sich noch einige andere mehr Leute auf Facebook zum Beispiel gemeldet zu dem Thema. Ja, ich habe das heute früh im Radio gehört und das war gleich mein erster Gedanke. Du musst das jetzt ins Video mit reinbringen. Solange du den Frust noch hast, das musst du jetzt einfach deine Meinung sagen, sonst du drehst noch durch. Wirklich wahr. Also, sowas Bescheuertes, ne? Wir kriegen 1 Milliarde Euro auf die nächsten 4 Jahre verteilt. Ja, als ob ich mir von dieser 1 Milliarde Euro dann auch tatsächlich was kaufen kann. Wenn es wieder kein Futter mehr gibt, weil Ernteverbote sind oder wegen der Düngeverordnung, ich bin ja schon wieder ganz woanders bei der ASP, Entschuldigung, wegen der Düngeverordnung hier, damit wir das dann alles besser einhalten können und dann sollen wir 1 Milliarde kriegen. Hallo, sind die Plemplem oder was? Haben die nicht mal alle Tassen im Schrank? Also ich weiß ja nicht, ob der Vogel jetzt endgültig ausgeflogen ist oder was. Aber im Oberstübler kann er seine Mitte zahlen. Entschuldigung, die Haufen Beleidigungen, aber das muss ich einfach loswerden, weil genauso denke ich jetzt gerade und man muss seine Meinung so. Und wenn ich jemanden auf den Schlips trete oder jemanden dabei in den Sack trete oder in den Arsch trete oder... ist mir scheißegal. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Mir ist das scheißegal. Also mancher Leute sind doch plemplem. Die Landwirte gehen auf die Straße, eben weil die Düngeverordnung ungerecht ist. Diese ganze Verordnung, das was die da einbringen, das ist ein Witz. Da sollen sie die Messstellen so machen, wie es gehört. Nicht an Messstellen im Weinbaugebiet, die wo überhaupt nicht betroffen sind. Oder in der Nähe von einer Ortschaft. Sondern zum Beispiel in der Nähe von meinem Acker. Da können sie auch noch machen. Da bin ich mal gespannt, was sie für Messwerte haben. Mit Sicherheit deutlich unterschritten. Da reiche ich ja nicht einmal das Minimum, was ich bräuchte. Also da sollten sie sich echt einmal an die Platten langen. Weil so kann das nicht weitergehen. Und das nächste ist, die Landwirte demonstrieren. Eben, das hat auch eine so schön gesagt, ja, wir wollen nicht mehr Subventionen haben und mehr Geld in der Tasche, sondern wir wollen einfach schlichtweg für das, was wir machen, und einen Lohn kriegen, dass wir einen anständigen Lohn kriegen, nicht in Form von Subventionen, sondern direkt. Und wir möchten, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird und nicht wie aktuell, naja, die doofen, blöden Landwirte, die haben wir sowieso keine Ahnung. Und wenn man ihnen eine Menge Geld in die Hand drückt, dann werden die schon glücklich sein.
Also ich weiß nicht, ob unsere Politiker so denken. Ja, ihr wollt noch auf Futter, ich weiß. Ja. Entschuldigung, dass so dunkel ist. Ja. Wir wollen nur eine Arbeit einfach schlichtweg wertgeschätzt haben und nicht. Ja. Schiebt uns noch ein wenig Geld noch in den Arsch und dann werden wir schon glücklich sein, weil wir schön brav die Fresse halten. Also, so funktioniert das hier nicht. Sag ich ganz ehrlich. Weil einfach nur stillschweigend hinsetzen und ein bisschen Geld einkassieren, für das, dass wir uns dann wieder sagen lassen müssen, wir kassieren so viel Subventionen und Ausgleichszahlungen ein und wir kriegen das Geld in einen Arsch gestopft. Also genau das ist ja das, was die meisten Bürger denken. So geht es ja in die sozialen Netzwerke und überall rum, wenn du hörst. Ja, weil die Leute tatsächlich immer glauben, wir kriegen sie einfach bloß so reingeschoppt und wir schreien ja bloß danach. Das ist ja aber nicht das, weil jetzt genau das, so wird jetzt in den Medien wieder dargestellt. Die Politik kommt, unterstützt uns jetzt mit 1 Milliarde Euro, denen werden wir das Geld nein ausschütteln. Und das ist, wie gesagt, das ist absolut nicht das, was wir wollen. Das will auch ich nicht. Also ich meine, ich kann, vielleicht gibt es Landwirte, die so denken, die wollen bloß mehr Subventionen. Aber für meinen Teil, ich sage ganz ehrlich, ich habe es schon mal angesprochen, am liebsten ganz egal raus aus die Subventionen, man hätte einen Haufen Ärger nicht. Den ganzen Käse, den du da damit hast, das bisschen Geld, was du da dann kriegst, das ist für den Arsch. Von daher, nee, die sind nicht mehr ganz sauber. Wir wollen einfach die Preise für unsere Lebensmittel, die wir herstellen, sollen angemessen sein. Ich kann nicht hergehen, kann Fleisch aus Südamerika beziehen, wo man nicht weiß, unter was für, ja, ich sag einmal, mafiösen Produktionszyklen das hergestellt worden ist, wie das entstanden ist, was die alles gekriegt haben. Das will ich haben, billig, billig, billig möglichst. Kars um die halbe Welt. Da kommt ja dann wieder das CO2 und dazu. Und ja, wir hier in Deutschland produzieren eigentlich genau das, was der Kunde möchte. Der Kunde möchte gutes Fleisch, der Kunde möchte hochwertige Eier, der Kunde möchte hochwertiges Gemüse. Das käme alles von uns, können wir alles hier produzieren. Aber wir beziehen es lieber aus dem Ausland. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, das ist auch der Tatsache, wenn wir Landwirte hergehen und wir liefern einfach nicht, dann sind auch wieder wir die Dummer, weil wir liefern zwar nicht, aber aus dem Ausland kommt da genug rein. Ich glaube, ich habe jetzt wieder einen Haufen gelabert gehabt und einen Haufen undefiniertes Zeug zusammengeschmissen. Da waren sich jetzt wieder ein paar in die Platten langer und waren sagen, sag mal, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt mitgemacht bei Instagram, da hat mich der Dreizylinder-Power, vielen Dank an der Stelle auch nochmal an dich, nominiert. Und zwar, wir lieben Landwirtschaft, also wir Herz Landwirtschaft, Hofhelden für faire Preise. Da bin ich nominiert worden vom Dreizylinder-Power. Und ich habe da auch wiederum Leute nominiert. Ich hoffe, das geht ein wenig rum. Ich habe es als Story gepostet und gleichzeitig in meine Facebook-Story mitgepostet, dass es, sag mal, alle Leute, die mich abonniert haben, auch sehen und vielleicht das Ganze weiter teilen können. Mal gucken, aber es ist wirklich so, wir müssen schauen, wir müssen für unsere Sachen wertgeschätzt werden und wir müssen das, was wir machen, auch anständig entlohnt kriegen. Und dann können wir auf die ganzen Subventionen verzichten. Ich weiß aber auch, vom Staat ist das nicht gewollt. Der Staat will die Subventionen ja bloß, damit sie uns lenken können. Weil mit diesen ganzen Ausgleichszahlungen geht zum Beispiel Cross-Compliance einher. Und da steht halt dann drin, was du wann zu machen hast und wie du das darfst und überhaupt und sowieso. So läuft halt leider die Regelung. Deswegen sage ich ja, eigentlich hätte ich Lust, aus dem ganzen Quatsch auszusteigen. Sei es wie es sei, an der Stelle habe ich wieder genug geredet. Es ist Wochenende kommt, wir haben jetzt Donnerstagabend, morgen ist Freitag und am Samstag theoretisch sollte ja was kommen. Wegen Schweinchen habe ich euch gesagt, da muss das Wetter ein bisschen trockener werden. Dann unterwärts habe ich schon gemerkt, wie ich vorhin ausgemistet gehabt habe.
matschig. Also ich habe den Hühnerstall heute ausgemistet. Schweinchen muss morgen. Ekelhaft. Richtig ekelhaft. Totale Matsch, totale Schlamm. Morgen kann ich da nicht neu fahren. Sonst ist Gewiese mehr da. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt was und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Oder gegebenenfalls im Stall. Mal gucken. Seht ihr dann. Wenn's kommt, kommt's. Bis die Tage. Schönes Wochenende. Servus la.